Stehst du da schon lange? Och. Mach mal die Tür zu. Sag mal, kriegt man von diesen engen Hosen eigentlich Blutstau im Gehirn oder ist es genau umgekehrt? Ja, ja. Was gibt's? Wir haben Konferenz schon vergessen. Schröder, außerdem ist da, eine Frau von der Berufsgenossenschaft, die hier das Studio und die Redaktion prüft. Mhm. Ja, und diese Frau, die ist farbig. Also nicht farbig, sondern einfarbig. Ich meine braun. Beziehungsweise, ich glaube, man sagt ja schwarz, denke ich, oder? Sag mal, findest du, dass ich einen Knackarsch hab? Was? Naja, also, wenn du mich jetzt nicht kennen würdest, hm? Und du würdest nur meinen Hintern sehen. Würdest du dann denken, hey, was für ein Arsch? Oder? Können wir? Zu deiner Beruhigung, diese Hinterntheorie halte ich für Quatsch. Ah. Wie ein Kerl im Bett ist, das erkennst du am sichersten beim Sex. Kleiner Scherz. Das erkennst du, wenn du ihn tanzen siehst. Tanzen? Mann! Hör bloß auf, mich anzuglotzen, kapiert? Ich bin hier doch nicht die Redaktionsmatratze! Was ist denn mit ihr los? Ich glaube, sie ist auf der Viva-Party einmal zu oft angemacht worden. Niki war auch auf der Viva-Party? Jo. Und ich glaube, die Jungs haben gedacht, sie ist der erste Preis bei der Tombola. War sonst noch einer mit? Oh, ich habe Thomas gefragt. Hallo, Niki. Kaffee? Gehandelt. Vorspiel mit Musik, verstehst du? Die Tante soll scharf auf mich werden. Sie soll nicht denken, ich hätte Freigang aus dem Altersheim. Nimm's mir nicht übel.